Die haben Wasser, die haben Essen. So. Ich brauche Gummi. Gut. Wir kommen hier später nochmal her, wenn ich Gummi habe. Man könnte aber auch einen losschicken. Pass mal auf. Oh, ich will aber nicht die Siedler. Das ist ganz ehrlich. Ich möchte ungern immer die Siedler, die hier wohnen, wegschicken. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Wir gehen ins Starlight Drive-In und schauen mal, da sind ja vielleicht vom Starlight Drive-In vielleicht einen Siedler dahin schicken. Ach, ich weiß es nicht. Ja. Schlechtes Wetter erwartet uns hier. Okay, wie geht es euch? Geht es euch so weit? Euch fehlen Betten, logischerweise. Und da ihr so eine Riesenfläche habt, werdet ihr auch denke mal, hier könnte das nicht schaden. Zwar ist die Hütte jetzt nicht super, super schön. Ach nee, das ist ja dann alles nur offen. Oder bauen wir hier weiterhin ab? Wie war das denn mit dem Metall? Wir haben hier ganz, ganz viel Metall gesammelt. Vielleicht haben die ja auch ein schönes Fertighaus. Zum Beispiel das Riesending. Oder? 16 Leute. 16 Leute. Wie macht man das denn hier am besten? Ich möchte das ja hier hinten natürlich auch dicht haben. Das sieht so aus wie so ein kleiner Atombunker, ne? Ich werde bis hier hinten mal abschließen. Das von der, genau. Ich werde jetzt dieses Baumodell, was wir hier schon gemacht haben, hier fortführen. Mit dem Ziel, eins. Das setzen wir mal ein bisschen nach hinten. Zwei. Und da kriegen wir natürlich keins mehr hin, was schade ist. Da werden wir dann so einen Schutzzaun bauen. War der hier? Falle, nein. Dann ist das doch hier. Strukturen. Güterstruktur. Türen. Vogelbahn, sonstiges. Es gibt so viele Sachen. Hier, Schrottzaun. Nee, nee, da brauchst du gar nicht weitergehen. Nein, da brauchst du. Ach so. Okay, arbeiten darfst du. Kriege ich den denn hier angebaut? Warum nicht? Das ist immer so. Man hat so eine schöne Idee, die sich aber dann leider nicht umsetzen lässt. Okay. Andere Idee wäre jetzt noch tatsächlich so eine Betonwand hinzusetzen. Die vielleicht sauberen Abschluss machen. Nein, du hast mich geschoben, du. So, damit kann ich auch leben. So. Dann geht es jetzt
Betten. Wir brauchen Betten, 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 Betten. Wir kriegen ab jetzt alle die schönen, sauberen Betten. So. Ich hoffe, da passt dann gleich noch so ein Nachttischchen oder sowas hin. So. Oh, das sieht nicht so aus. Das wird knapp, glaube ich, mit dem Nachttisch, ne? Wo war der denn? So, da. Oh ja. Oh, könnte vielleicht was werden. Wir schauen mal. Du bist zu groß. Du bist zu groß. Ach, das ist ja auch eine witzige Idee, ne? Sowas. Glaube, das gefällt mir. Und dann bauen wir da tatsächlich die übliche Nachttischlampe hin. Oh ja. Gut, der Strom reicht für hier nicht, weil wir das Kabel nicht weiter gezogen haben. Energie. Ich muss manchmal echt überlegen. Und dich setzen wir dann da oben hin. Gehst du noch einen Ticken höher? So. Und wenn ich dich jetzt nehme und das Kabel bitte, bitte, bitte hier rüber ziehe, hast du keinen Strom, weil eventuell nicht genug versorgt. Kann das sein? Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Energie. Bin mir aber nicht sicher. Scheint aber. Nein. Man muss sie einfach nochmal bewegen. Okay. Und, ups. Warum? Okay, ich komme hier hoch. Ich dachte gerade, eine Stufe fehlt oder sonstiges. So. Und natürlich das Wichtigste, damit auch jeder sich wohlfühlt. So, das gleiche machen wir dann noch mal hier drüben. Ist halt so bei Reihenhausbauten, sie sehen immer gleich aus. Setzen wir einmal hier ein Bett hin. Bam. Das gleiche machen wir hier drüben. Wo hänge ich? Okay. Ups, das war zu viel. So. Jetzt geht, machen wir mal um. Aber der Tisch, den fand ich richtig praktisch. Man kann ja auch mal diese Variante nehmen. So. Dann Beleuchtung. Machen wir diesen. Dann Deko, hängen wir den ein. Die kriegen hier ein abstraktes Gemälde. Irgendwas, was ein bisschen freundlicher ausschaut. Hier. Das ist doch hübsch. Und natürlich. Aber. So. Wir haben 12 Betten. Okay, hier ist zu. Hier haben wir doch schon eine ganz tolle Sache. Ich denke mal, irgendwie so in der Mitte werden wir vielleicht unser Handelskonto bauen. Das denke ich mal. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Jetzt geht es hier rum. Wir brauchen noch mehr Schlafräume. Noch mehr.
So, dann kriegt doch mal einer hier wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir, wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch 1000 Stahl. Ach, die Kosten, auch nehmen sich auch nichts vom Preis her. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir den jetzt hier hinbauen. Okay, muss noch ein bisschen weiter rüber. Jetzt zum Beispiel, man kommt hier rein. Man käme hier rein. Könnte ja dann so die Stadt weiterbauen. Ne? Nee, jetzt mir nicht hier reinlaufen, ne? Das ist schon Fummel genug Arbeit. Eins und dann bauen wir noch mal. Das wäre eine tolle, tolle Reihenhaussiedlung. So. Dann Möbel, Betten. Ah, lass mich durch. So. Ich möchte gerne, dass dieses Bett so da steht. Jawohl. Kriegst du hier einen anderen Nachttisch? Du kriegst hier wirklich einen Nachttisch hin. So in der Art. Und hier werde ich dir noch mal so ein. Nein. Tim, 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 tim. Ich finde es doof, dass die ganz guten neuen Sachen hinten sind. Das war der Stuhl. So. Da muss man echt weit scrollen. Du kriegst hier so ein freundliches Fledsessel. Genau. Hier irgendwas so. Bisschen weiter nach vorne muss ich so und. Das kriegst du noch davor, einen schönen Schemel, damit er auch wirklich entspannen kann. So. Und natürlich braucht diese Person hier auch Beleuchtung. Da müssen wir dann gleich noch mal gucken, was wir machen. Hier passt ein roter Topf ganz gut hin. Da muss ich gleich mal gucken wegen dem Strom. So, drei Betten fehlen uns noch. Nein, hier bin ich falsch. So. So, jawohl. Er mag es natürlich gerne hier anders. Hier auch eine tolle Bewegungsfreiheit. Einmal und hier wohnt. Manchmal habe ich das Gefühl, das klappt hier nicht richtig mit den Böden. Aber das kann ja nicht sein. Warum? Der hängt doch jetzt nicht in der Luft, oder? Dann doch noch mal einen Ticken nach unten. Aber ich sehe jetzt nicht, dass er schwebt. Trotzdem komme ich hier nicht hin. Da schwebt er doch. Und wenn ja, warum? Er schwebt irgendwie, ne? Machen wir es anders. Okay, wir lösen das Problem hier anders. Nein, das war schon richtig. Du gehst mal erstmal dahin. Wir bauen hier wieder unsere tolle Betonwand. Ich mag diese Betonwand. Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Rund bauen. Okay. Das reicht eigentlich auch schon. Und unser Beton wird auch gleich ein bisschen knapper.
Hier drüber kommt ja, denke ich, ja schon nicht kein Feind. Könntest du da wieder andocken? Na? Nein? Bisschen. Wir nehmen doch die Ruhe. So. Ein bisschen mehr spielen. Und den setzen wir, soweit es geht, dort ran. Ein bisschen mehr drehe und machen wir das mal so. Das machen wir mal so. Wenn ich dich jetzt nehme, schwebst du natürlich noch mehr oder was? Da komme ich jetzt hier rein. Nein. Das was? Okay, dann machen wir es doch so. Woanders kam ich ja jetzt ohne Probleme rein, ne? Ja. Gut, dann machen wir das jetzt so. Und mein Plan war jetzt hierfür, hier wohnt irgendein Ehepaar. Wir kriegen ein Doppelbett rein. So. Na, schieben wir mal schön nach hinten. Nach hinten, das ist zu weit. Eins. Und... Wie weit gehst du ran? Zwei. So, das müssen wir, glaube ich. Was? Nochmal ein bisschen drehen. Ich bin da so ein bisschen pingelig. Aber ich glaube, das war's. Das ist schon. Schwebt das Bett jetzt auch? Das wirkt irgendwie so, als ob das Bett jetzt auch schweben würde. Mal auf, die stelle ich mal ganz kurz drauf. Nehmen wir das Bett halt. Ist mir jetzt gerade irgendwie zu doof. Machen wir es so. Lass mich mal raus. So. Wenn ich das jetzt richtig positioniere, haben wir dann auch ein schönes. Lass mich doch einmal das platzieren. Ja, das war zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Dann lassen wir es jetzt so. Ja. Ja, geht schon irgendwie. Geht es schon. Ja. Und da machen wir den ein. So was in der Art dahin. So. Jetzt würde ich mich um die Lampen einmal kümmern. Und zwar den bauen wir mal. Ach so, erstmal die Stromversorgung. Bin jetzt am Überlegen. Eigentlich brauchen wir die Dinger fast gar nicht mehr. Pass mal auf, die baue ich mal eben hier hinten hin. Da stören sie mich nicht. Weg, weg. So. Hier irgendwie so dahin. Dann sind sie aus dem Weg. Und dann verbinden wir mal diese Zäune hier irgendwie. Weil ich glaube, durchkommen wir hier nicht. Das ist schon mal was. Und mir ging es jetzt darum, dass das hier auch wirklich in Zukunft dicht ist. So. Ich mag diese Betonwände. Ehrlich. Ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht, wenn sie sich anpassen. Okay, den hier müsste ich doch noch mal ein bisschen drehen. So. Nee, haben wir jetzt. Könntest du da irgendwie andocken? Okay, der kommt in den Zaun rein. Setzen wir doch den Zaun. So.
Das sieht doch gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Und als Generator würde ich für hier tatsächlich auch erstmal